Ich möchte Sie im Namen des Forum Bildung Digitalisierung ganz herzlich hier im Allianzforum begrüßen zur Fachkräftetagung Lehrkräfte bilden für die digitale Welt. Diese Veranstaltung findet im Rahmen der Themenwoche statt, Shaping the Digital Turn. Und für alle die das Forum Bildung Digitalisierung noch nicht kennen, ich sehe sehr, sehr viele, mit denen wir gemeinsam in Veranstaltungen oder gemeinsame Projekte durchführen. Für alle die vielleicht ein kurzes Intro, um wen handelt es sich eigentlich? Das Forum Bildung Digitalisierung ist ein Zusammenschluss von 7 großen Stiftungen, die sich unter einer Überschrift versammelt haben. Sie alle glauben, dass wir die Herausforderungen im Bildungssystem des 21. Jahrhunderts durchaus besser mit digitalen Medien bewältigen können. Und egal, ob wir über Inklusion sprechen oder über den Ganztag, dass eben genau dort Chancen und Teilhabe gefördert werden können. Der Fokus des Forums Bildung Digitalisierung liegt auf dem schulischen Bereich. Und insofern finde ich die Verkoppelung sehr charmant, innerhalb dieser Themenwoche gemeinsam über das Thema Lehrkräftebildung zu sprechen. Denn so schaffen wir es, die ganze Kette auch in den Blick zu nehmen, von der ersten über die zweiten bis hin zur dritten Phase und auch sogar darüber hinaus. Und dass wir auch darüber hinaus denken können, davon gehe ich ganz stark aus, denn ich habe einen Vorteil, ich kenne die Teilnehmendenliste von heute. Das sind sehr, sehr viele Organisationen, nicht nur die Hochschulen oder die Hochschulvertreterinnen und Vertreter, die Lehrer, Weiterbildungsinstitute oder auch die Schulen, von Bundesministerium für Bildung und Forschung über die Hochschulrektorenkonferenz und die Kultusministerkonferenz, auch eine Vielzahl von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich dem Thema verpflichtet fühlen. Und ich glaube, das ist ein großes Potenzial, was wir im Laufe dieser Tagung gemeinsam nutzen können. Spannend wird sie. Wir haben eine Zweiteilung, könnte man sagen. Den ersten Teil würde ich so ein bisschen als Warm-up bezeichnen, ein Fach-Warm-up, was uns Herr Schratz mit einer Keynote einleiten wird, sanft ins Thema einleiten wird. Ich hoffe, nicht zu sanft ins Thema einleiten wird und schon auf einige Herausforderungen hinweist. Wir haben danach die Möglichkeit, Kontroversen auch noch innerhalb einer Podiumsdiskussion zu vertiefen. Und worauf ich mich besonders freue, ist die Präsentation von exzellenten Beispielen innerhalb der Poster-Session von Varianten der Lehrkräftebildung in Verkopplung mit Digitalisierung aus der Qualitätsoffensive des Bundesministeriums. Nach diesem Warm-up, mit diesen Fachimpulsen, mit Ihrer ganzen Expertise und hoffentlich gestärkt auch durch ein Mittagessen, gehen wir in den zweiten Teil, den ich sehr spannend finde, den gemeinsamen Design Thinking Prozess. Und wer immer schon einmal so einen Prozess mitgemacht hat, der ist eigentlich von der Kreativität und auch den Möglichkeiten, die sich in diesem gemeinsamen Denkraum, in diesem freien Denkraum ergeben, sehr, sehr begeistert. Ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, innerhalb dieses Prozesses gemeinsam gute Ansätze zu identifizieren, aber auch weiterführende Ansätze kenntlich zu machen, wie wir Lehrkräftebildung im 21. Jahrhundert in einer digitalisierten Welt betreiben wollen. Nun könnte man sagen, warum ist das eigentlich notwendig? Wir haben viele Papiere, wir haben viele Studien, Zwischenberichte der Qualitätsoffensive, die eigentlich schon alles kenntlich machen. Das ist richtig, aber das ist aus meiner Perspektive auch nur die halbe Wahrheit. Deswegen würde ich Sie bitten, gerade für diesen zweiten Teil, nehmen Sie das ganze Wissen aus den Berichten und aus den Studien, die vorliegen, mit, Ihre eigene Expertise, aber denken Sie auch out of the box. Und wie man im digitalen Zeitalter sagen würde, stellen Sie das wilde Denken in den Vordergrund, denn ich glaube, uns erwarten Herausforderungen, die wir nicht nur innerhalb des Phasendenkens der bisherigen Lehrkräftebildung sozusagen abarbeiten können. Und das ist, daran würde ich sagen, liegt auch so ein Stück weit die in der aktuellen Situation kein Problem, aber eine Herausforderung, denn egal, ob wir uns jetzt die Berichte der Qualitätsoffensive anschauen oder auch den Monitor Lehrkräftebildung, die bieten alle richtige Vorschläge, was wir tun müssen, aber sie bleiben noch ein ganzes Stück weit in diesem Phasendenken verhaftet. Sie kennen die Ergebnisse im Zweifelsfall viel, viel besser als ich. Ja, wir brauchen beispielsweise eine systematische, aber auch eine systemische Integration von digitalen Medien in das Lehramtsstudium. Das wissen wir. Und ja, das Thema Digitalisierung sollte auf jeden Fall ein phasenübergreifendes sein, es sollte ein Querschnittsthema sein, das einfließt in alle anderen Themen. Und ja, wir müssen Theorie und Praxis besser verzahnen, denn in jedem Fall kann nur der Umgang mit digitalen Medien aus der Praxis heraus erwachsen. Daneben gibt es aber, und das würde ich mir wünschen, dass wir diese Themen auch innerhalb des Design Thinking Prozesses ansprechen, eine Menge von, ich würde sagen, Randthemen oder Themen, die häufig nur in Fußnoten miteinander mit dem Thema Lehrkräftebildung in Verbindung gebracht werden und dort besprochen werden. Also lassen Sie uns neben den bekannten Dingen auch über Durchlässigkeit sprechen, also über das Zusammenspiel der verschiedenen Bildungsbereiche.
nicht nur Schule und Hochschule, sondern auch darüber hinaus. Was können beispielsweise zivilgesellschaftliche Organisationen innerhalb der Lehrkräftebildung tun? Die Expertise und das Know-how beispielsweise für Change Management oder für Organisationsentwicklungsprozesse ist da, das kann genutzt werden. Lassen Sie uns über interdisziplinäre Vernetzung sprechen oder die Arbeit in multiprofessionellen Teams, wenn Lehrkräfte nicht mehr nur mit Sozialpädagogen und Quereinsteigern, sondern auch mit Digitalexperten zusammenarbeiten, dann hat das natürlich Folgen für die Haltung der Lehrkräfte, aber dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Arbeit in den Teams und letztlich sogar auf unsere Prüfungsformate. Dann kann nicht mehr die individuelle Leistung der Lehrkraft nur geprüft werden, sondern dann ist Kooperation und Kollaboration ein Thema, was man in den Vordergrund rücken könnte. Oder lassen Sie uns über Open Education sprechen, also die Inklusion, könnte man sagen, von offenen Lehr- und Lernmaterialien in die Lehrerinnenweiterbildung, aber und darüber hinaus auch die Befähigung der Lehrkräfte, solche Lehr- und Lernmaterialien selber für ihre schulischen Kontexte zu erstellen. Sie können die Liste fortführen, ich kann sie fortführen. Ich hoffe, dass wir genau diese Themen miteinander heute ansprechen, dass wir Platz für Diskussion haben, für Austausch in den Pausen. Ich freue mich sehr auf das gemeinsame Gespräch und würde zu Herrn Schratz überleiten, der uns jetzt sanft, aber nicht zu sanft, in das Thema einführen wird. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Weichert. Dieser Applaus war für Sie. Ich muss ihn erst verdienen und versuche das, indem ich einerseits versuche, mich nicht zu stark jetzt vom Zeitdruck drücken zu lassen, sondern versuche jetzt einzusteigen. Eigentlich gibt es da noch das Titelbild. Das habe ich ausgewählt, weil es zurückgeht auf eine Studie, die ich vor 10 Jahren mit den damaligen engagierten Schulen, die sich mit damals noch Thema E-Learning auseinandergesetzt hatten. Und die Erkenntnisse, die daraus gekommen sind, ganz kurz zusammengefasst, damals noch Blended Learning genannt, diente einerseits als Türöffner für den fächerübergreifenden Unterricht, erhöhte die Lust der Schülerinnen und Schüler am Lernen, bildete Anstöße zum Öffnen des Unterrichts zur Individualisierung oder Personalisierung und hat auch die Teamarbeit gestärkt. Am wenigsten Aussagen, ich zitiere, fanden sich auf die Frage, ob sich E-Learning auch positiv auf die Lernergebnisse ausgewirkt hat. Das war vor 10 Jahren. Wir wissen auch von den OECD-Studien, Teamarbeit etc. deckt sich ziemlich mit dem, was wir damals in Österreich herausgefunden haben. Jetzt mache ich 10 Jahre in die heutige Zeit. Der Deutsche Verein für Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer hat gerade eine Studie, eine Bestandsaufnahme herausgegeben in 2 Bänden Recherchen über die Lehrkräftefortbildung in Deutschland und hier die Ergebnisse aus dem Bereich Digitalisierung. Ich zitiere, trotz der Dichte von Studien und Aktivitäten bleiben viele Fragen, besonders hinsichtlich der tatsächlichen technologie- und medienbasierten Aktivitäten in der Schulpraxis offen. Es besteht der dringende Bedarf an Projekten und Studien, die die besonders fortbildungsdidaktischen und methodischen Formate für diesen Fortbildungsbereich und den Transfer in die Schulpraxis klären und Weiterentwicklung. Hier sind wir also genau am richtigen Ort, um vor allem diesen zweiten Punkt hier herauszuarbeiten. Wie können wir Designs finden, die tatsächlich auch Möglichkeitsräume öffnen und nicht nur, und das wird der hauptsächliche Teil meines Referats sein, nämlich aus der entstehenden Zukunft zu denken, weil wir haben, das haben wir jetzt auch im vorigen Einführungsbeitrag schon gehört, unglaublich viel Wissen, aber noch viel zu wenig von dem, wie das Ganze dann tatsächlich auch umgesetzt wird. Das hängt, und da lade ich Sie jetzt ein, in die Welt der Wissenschaft mit dem zusammen, was ich immer die längste Distanz in der Welt nenne, nämlich von der Formulierung von Kompetenzen im Lehrplan bis dahin, was bei den Schülerinnen und Schülern im Unterricht ankommt. Ja. Und das ist in der Tat eine Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind. Niklas Luhmann, ein bekannter deutscher Soziologe, der sich mit Systementwicklung auseinandergesetzt hat, interpretiert das aus seiner Perspektive. Ein System kann nur sehen, was es sehen kann. Es kann nicht sehen, was es nicht sehen kann. Es kann auch nicht sehen, dass es nicht sehen kann, was es nicht sehen kann. Und das ist natürlich ein Grunddilemma, dass wir an und für sich immer im Dunkeln tappen. Und Lernen, und das ist eigentlich die größte Herausforderung, ist nicht sichtbar.
Und viele glauben, dass sie wissen, wie Lernen stattfindet. Ich mache jetzt noch einmal den großen Blick. Das hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich Schule immer im Spannungsfeld zwischen gestern, heute und morgen sehen. Jedes Individuum, das in diese Gesellschaft hinein wächst, einerseits mit der Vergangenheitsperspektive konfrontiert wird und werden muss, und andererseits natürlich für das Morgen und das unbekannte Morgen vorbereitet wird. Dadurch ist die Schule immer eine Bewahrungsanstalt und zugleich natürlich ein Ort, ein Möglichkeitsraum für Veränderung. In anderen Worten, ein Ort der Reproduktion und ein Ort der Transformation. Und um diese Transformation, oder besser gesagt, um dieses Spannungsfeld geht es, denn wir wissen, dass immer das bewahrende Moment stärker ist, auf Schritt und Tritt durch die Einteilung, Stundentafeln, Gebäude etc. Ja. Deswegen sagt Marianne Gronemeyer in ihrem Buch Lernen mit beschränkter Haftung, in der doppeldeutigen Bedeutung, wer haftet überhaupt für das, was da in der Schule passiert? Ist das die Ministerin, die Schulleitung, sind es die Lehrpersonen? Und das Zweite mit dem Wort deutet sie an, was bleibt überhaupt haften von dem, was hier drinnen ist. Ja? Und sie sagt, die Schule ist eine Hure des Fortschritts. Das, was sie soll, darf sie nicht. Und das hängt genau mit diesem Spannungsfeld zusammen, in dem wir uns hier befinden. Das führt dann zu allen möglichen Situationen, wo einfach Vergangenheit und Zukunft unglaublich schwierig zusammenzuführen sind. Und wir merken das natürlich, wenn wir einerseits die Ansprüche von Bildung haben und dann mit Schülerinnen und Schülern konfrontiert sind, die dann, neulich saß ich im Flugzeug, da saß neben mir so ein Start-up-Generationsmensch und dann habe ich gedacht, Menschenskind, muss der wirklich neben mir die ganze Welt, bis wir losgeflogen sind, mit telefonieren. Dann nimmt er sein Tablet heraus und ich schaue hin, weil ich sehe nicht recht, Faust 2 hat da oben. Das habe ich irgendwie Vergangenheit, Zukunft nicht so ganz zusammengebracht. Dann habe ich ihn gefragt, warum er das liest. Das hat nicht in mein Bild gepasst, hat er gesagt. Man muss ja auch was für die Seele tun. Also das hat mich wieder zuversichtlich gemacht, dass sozusagen dieses Spannungsfeld zwischen diesen Büchern, der Literatur hier drinnen und dem, was die moderne Technologie anbelangt, auch tatsächlich zukunftsweisend und zukunftsträchtig ist. Hier ein kurzer Exkurs auf das, was global momentan die Herausforderungen sind, einerseits, und zwar einerseits durch PISA immer auch versucht festzustellen, in den Vergleichen dann niedergeschlagen, aber prinzipiell geht es um diese zwei Schwerpunkte, die das Geschehen bestimmt, Chancengerechtigkeit und anspruchsvolle Leistung, nämlich für alle. Und was sich aber als nächstes Thema abzeichnet, das bei uns im deutschen Sprachraum nur zögerlich und zaghaft sich andeutet, ist das, was man Wellbeing nennt, also gesellschaftliches Wohlergehen in die Zukunft, die Sinnfrage, wenn man auch so sagen will. Im World Happiness Report steht, Schulen müssen eine Praxis entwickeln, die es allen Schülerinnen und Schülern ermöglicht, hohe Leistung zu bringen, lohnende Leben zu führen, lang nachdem sie die Schule verlassen haben. Und das ist natürlich eine Herausforderung, auf die Kurzfristigkeit von Tests und Ähnlichem hin dieses Problem zu sehen. Ich war vor 14 Tagen in Singapur, bekanntlich Siegerland in den PISA-Studien, wo das Ministerium größte Schwierigkeiten hat, die Tests zurückzufahren, weil das so in der Wahrnehmung der Eltern drin ist, nämlich die Schüler zu diesen Tests zu bringen. Aber genau aus diesem Grund, weil dieser dritte Aspekt des Wellbeings so im Vordergrund steht. Ja. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch einen Autor dieses Buches gesehen. Es gibt weltweit diesen Global Teacher Prize und dieses Buch bringt sozusagen die Beiträge dieser weltweit gelobten Lehrerinnen und Lehrer. Und hier eine kurze Zusammenfassung. Overcoming future challenges as individuals and society will depend on how we understand to and apply knowledge, how we process and integrate our thoughts and feelings and relate to ourselves and to one another, how we use a sense of individual and shared purpose, trust and other virtues to effect change and towards the common good,
and how we cultivate and maintain our personal health and well-being and that of those around us to be in a position to apply the energy required for both individual and systems transformation. Ja? Also dieses Wort Transformation ist, glaube ich, das, was uns momentan nicht nur in der Medialisierung und Mediatisierung von Welt begegnet, sondern vor allem, was uns mit dem Lärmbegriff immer wieder konfrontiert. Und dazu eine kurze Geschichte des Unterrichts in drei Bildern. Im 50-Jahr-Abständen, circa 1900, dieses Bild, 1950, das war etwas unscharf, weil es ein Foto aus der New York Times und hier hat sich gerade die Bewegung, die Flugbewegung verbreitet und dann kam man auf die Idee und sagt, man sollte den Geografieunterricht eigentlich aus dem Flugzeug nehmen, weil dann hat man den Blick drüber und das wird viel mehr bringen. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dort sind wieder die Tischreihen der Klasse aufgefächert und vorne ein Globus und die Lehrerin zeigt mit dem Zeigestab darauf. Jahr 2000, das ist ein Innsbrucker Gymnasium, es wurde gerade hier diese Notebook-Klasse ohne Lehrbuch eingeführt und ich habe dort die Evaluation gemacht und die Schüler sitzen wiederum in derselben Formation. Ich habe sie dann gefragt, warum die Deckel alle zu sind und die haben gesagt, ja, wenn die Deckel aufgehen, dann verliere ich die Schüler in die weite, weite Welt. Ja. Und das ist genau das Dilemma, mit dem wir hier konfrontiert sind. Die Frage, ist das Veränderung, ist das Innovation, ist das Modernisierung, Transformation? Und dahinter steckt dieses Muster, das tiefergehende Muster, die sogenannte Tiefenstruktur von Schule und Unterricht, die es so schwierig macht, aus diesem Dilemma herauszukommen. Und dieses Grundmuster ist unterschiedlich bezeichnet worden. Holzkamp spricht von einer Sonderveranstaltung zwischen Erwachsenen und Jugendlichen. Dann Thay spricht von Hard Truth, sie spricht von den tiefen Strukturen des Unterrichts. Pat Meehan hat weltweit untersucht, was ist ein Muster, und er sagt, das ist das IRE-Muster, eine Endlosschleife zwischen Initiation, Lehrer initiiert etwas, Response, Schülerinnen und Schüler antworten, reagieren darauf, und E-Evaluation, Lehrkraft evaluiert, richtig oder falsch, nochmal machen etc. Und aus dieser Schleife herauszukommen, das hat sich in allen industrialisierten Ländern als das Muster von Unterricht gezeigt. Kersten spricht von der Default Condition von Unterricht und Klaus-Otto Scharmer vom Downloading the Patterns of the Past. Und ich glaube, das ist das, womit wir uns auseinandersetzen sollten. Die Schwierigkeit ist, können wir es? Welche Chance bieten die Medien dazu? Und grundsätzlich müssen wir uns natürlich mit dem Muster oder Modell von Unterricht grundsätzlich auseinandersetzen, denn wir gehen nach wie vor davon aus, dass Lehrern zunächst Input oder Angebot, wie es heute moderner heißt, gegeben werden über Unterrichtsvorbereitung, Inputsteuerung oder wie immer das genannt wird und dann kommt entsprechend der Output oder die Nutzung auf des Angebots heraus und dahinter das Bild von Umsetzung und Ergebnissicherung. Hattie hat in seiner Studie ja gesagt, warum können Sie sich nicht ändern? Und sagt, wenn man die Brille der Lehrperson so ändern kann, dass sie das Lernen mit den Augen ihrer Lernenden sieht, wäre dies schon einmal ein exzellenter Anfang. Das ist sozusagen der Versuch von John Hattie. Klaus-Otto Scharmer mit seinem Downloading the Patterns of the Task sagt, schaut einmal genau hin, wo geht eigentlich eure Aufmerksamkeit hin? Denn wo die Aufmerksamkeit hingeht, geht auch die Energie hin. Und ich selbst habe sehr lange überlegt, wie kann ich mit diesem Dilemma in der Lehrerbildung umgehen und habe den Begriff Lernseits von Unterricht eingeführt, den ich Ihnen jetzt etwas genauer noch vorführen möchte. Herr Weichert hat von der Radikalität gesprochen, Reinhard Sprenger, ein bekannter Management-Trainer, selbst früher einmal Lehrer gewesen, hat in seinem aktuellen Buch Radikal Digital, weil der Mensch den Unterschied macht, geschrieben, Digitalisierung beginnt nicht mit Technologie, sondern mit Menschen, die Ideen haben, Ideen, die verbinden.
Deshalb steht am Anfang jeder digitalen Innovation ein Mensch, der über genügend Fantasie verfügt, eine gute Frage zu stellen. Ja? Und das immer wieder die Frage zu stellen. Ich sage den Studierenden immer, um dieses Muster IAE zu unterbrechen, stellt mindestens einmal im Unterricht eine Frage, wo ihr selbst die Antwort nicht wisst, weil erst dann verändert sich sozusagen radikal dieser Blick, den ich dann auf die lernseitige Orientierung nenne. Wenn wir uns die Frage stellen, woher wissen wir überhaupt, was und wie Schülerinnen und Schüler lernen? Wir haben in jedem Lehrerausbildungsprogramm pädagogische Psychologie, Lerntheorien etc. Und da haben wir wieder diese lange Distanz, wenn Özmir vis-à-vis von mir sitzt und ein Papierflieger zurückkommt. Ja, was sagt mir die Lerntheorie dazu, ob die jetzt konstruktivistisch, kognitivistisch oder hirnforschungsmäßig bedacht wird? Ja? Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, hier genauer diesen Lernbegriff nachzugehen. In meiner Jugendzeit war Dennis de Menes eine Kultfigur und er hat einmal gesagt, the trouble with learning is that it's always about something that you don't know. Und das ist natürlich, genau das ist es, weil die Schüler wissen nicht, die Lehrperson weiß und dann kommen wir in dieses übliche Muster hinein. Wenn man genauer hinschaut, und das ist mein eher phänomenologischer Zugang zum Lernen, findet Lernen in dem Augenblick statt, wo das Alte nicht mehr trägt und das Neue noch nicht wirkt. Und das ist wie Aufwachen, man schläft nicht mehr, aber man ist auch noch nicht wach. Ja? Und hier kommen wir schon dem Thema näher, nämlich dieser entstehenden Zukunft mehr Augenmerk zu widmen. Das ist ein Zitat von Käthe-Meyer-Drawe übrigens. Heinz von Förster, einer der Gründer des Konstruktivismus, einer der vielen Österreicher, die zur Nazizeit unser Land verlassen mussten, sagte, Lernen ist das Persönlichste auf der Welt. Es ist so eigen wie ein Gesicht oder wie ein Fingerabdruck, noch individueller als das Liebesleben. Und wenn Lernen tatsächlich etwas so Fragiles, etwas so Sensibles ist, dann sagt es uns eigentlich, wie sensibel wir eigentlich, und vielleicht ist das die Radikalität, damit umgehen müssen, um tatsächlich auch Lernen wirkmächtig werden zu lassen. Jetzt zurück noch einmal zu meinem Versuch hier, nicht weil ich ein neues Wort prägen wollte, sondern weil ich mit schülerzentriert, schülerorientiert etc. immer Probleme hatte, weil sie in meiner Terminologie immer lehrseits angelegt sind. Das heißt, der Lehrer überlegt, wie kann ich differenzieren, wie kann ich jetzt unterschiedliche Kompetenzraster vermitteln etc. Denn die Frage ist, Lernseits und Lehrseits sind ja immer sehr eng verbunden. Das heißt, das ist ein responsives Geschehen. Ja? Und wir tun immer so, als würde die Lehrkraft sozusagen setzt die Initiative. Aber wenn man sich dieses Bild anschaut, das ist alles so verwoben. Wer reagiert hier auf etwas? Und deswegen habe ich in Anlehnung von Diesseits und Jenseits versucht, diese Beziehung zwischen Lernen und Lernen, zwischen Lehrkraft und lernender Person stärker herauszuarbeiten. Meiner Studierenden versuche ich das immer so beizubringen, wenn ich eine 1-Euro-Münze nehme, die man jeden Tag verwendet, ja, dann ist das das, was ich weiß, ich nehme das als Währung, das ist das, was ich aus der Didaktik mitnehme. Lernseits ist aber, was ist hinter dieser Münze? Und wenn ich sie umdrehe, muss ich erstens einmal schon genau hinschauen und zweitens überlegen, aus welchem Land könnte das sein. Könnte es jetzt jemanden geben und fragen. Und darum geht es, wie können wir, klar, wir finden viele, die wir kennen, weil der deutsche Adler oder was oben ist, aber wenn ich dann genauer schaue, wenn dann Länder dabei sind, wo man nicht so deutlich weiß, wie San Marino, wie Monaco oder Vatikanstaat, die haben wir einfach ganz selten geschwärmt. So ähnlich ist das ja auch mit der Situation. Um für die Studierenden einmal deutlich zu machen, ich muss tatsächlich aktiv auf diese andere Seite kommen, diese lernseitige Orientierung.
Das andere Bild, das ich verwende, ist immer eine Wippe, denn normalerweise, dadurch, dass die Lehrkraft das Wissen hat, ist sozusagen immer diese Seite unten. Und es ist so schwierig, wie kann man eigentlich das Ownership, also die Urheberschaft des Lernens, stärker auf die andere Seite zu bringen. Und ein Beispiel habe ich eben vorher erwähnt, einfach einmal eine Frage zu stellen, wo ich als Lehrkraft selber nicht die Antwort weiß. Und dann verändert sich hier auch dieses Kraftgebüge. Ein Problem, das wir sehr oft haben, ist, dass wir versuchen, von Good Practice zu Best Practice zu kommen. Das heißt, mehr vom Gleichen. Wir müssen dann umso mehr investieren, damit sozusagen der Fortschritt noch herauskommt. Aber meistens ist da dann die Beschränkung da. Und deswegen braucht es sowas wie eine kreative Störung, nennen wir es. Wir müssen sozusagen einmal diese Denkrichtung, die ich gewohnt bin, die ich kenne, unterbrechen, um sozusagen zu Next Practice zu kommen. Wir machen das in unserer Schulleiterarbeit beispielsweise mit kollegialen Teamcoachings und Ähnliches. Da ich ja ohnehin immer geprägt bin von dem und immer versucht habe, besser zu werden. Also es geht um diesen Musterwechsel, wie komme ich jetzt beispielsweise von einer eher lehrseitigen zu einer lernseitigen Orientierung. Waldenfels, ebenfalls ein Phänomenologe, sagt, die Fremdheit des anderen überkommt und überrascht uns. Sie stört unsere Intentionen, bevor wir sie auf diese oder jene Weise verstehen. Ja? Das heißt, das ist eigentlich immer etwas, was mir widerfährt, wenn ich sozusagen in meinen Routinen unterbrochen werde. Und dieser Zustand der Schwebe markiert den Anfang des Lernens. Das Neue wird noch nicht verstanden, dem Alten wird nicht mehr getraut. Wer wollte schon freiwillig in eine solche unbequeme Lage kommen? Das ist das, was es uns so schwierig macht, so dieses Hineingehen in das Unbekannte. Wenn ich hier noch einmal gegenüberstelle, in der lehrseitigen Orientierung ist die Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler im Fokus. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist auf die gelingende Umsetzung von Planung gedacht, während Lernseits ist die Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit einer Sache oder mit einer Person im Vordergrund und die Aufmerksamkeit auf die entstehende Zukunft gelenkt. Und dazu würde ich sagen, dass lehrseitige Orientierung eher das klassische Individualisieren und die lernseitige Orientierung die Personalisierung, Personalized Learning, so wie in der Medizin auch Personalized Medicine momentan auch das aktuelle Thema ist. Dann kommen wir natürlich zum Thema Bildung. Karl Kraus, ein Österreicher, der sich immer sehr kritisch auseinandergesetzt hat, sagt, Bildung ist etwas, das die meisten empfangen und viele weitergeben und wenige haben. Ja? Und wie weit der Bildungsbegriff heute überhaupt noch tragfähig ist, gilt es, glaube ich, auch noch, sich genauer zu fragen. Und Maximilian Probst hatte in der Zeit im letzten Jahr einen sehr interessanten Artikel, wo er versucht, können wir mit diesem Bildungsbegriff überhaupt weiter noch tragfähig unsere Tradition, wenn Sie an Vergangenheit und Zukunft denken, in die Zukunft mitnehmen. Und hat sich sehr engagiert damit auseinandergesetzt und ich finde den Beitrag sehr faszinierend. Denn er sagt, Ziel der Bildung sollte nicht das Zwecklose sein, die Autonomie, die Selbstbestimmung, auch nicht das große Wort Freiheit. Vielmehr geht es nun darum, Einsicht zu gewinnen in die komplexe Gemengelage, die menschliche und nichtmenschliche Akteure miteinander verbindet. Er bringt auch nichtmenschliche Akteure mit ins Spiel, was ich von der Akteurskonstellation sehr interessant finde und natürlich auch gerade in unserem Bereich der Digitalisierung einen wichtigen Aspekt finde. Gebildet sein müsste heute heißen, sich berühren lassen von der Mitwelt, ein Verständnis des Lebensnetzes, das menschliche und nichtmenschliche Akteure fortwährend koproduzieren. Ja. Denken Sie an das Titelbild bei Vierte Industrielle Revolution, wie die menschliche Hand und diese künstliche Hand auf den Apfel zugreifen. Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild dafür. Es sind Stichworte wie Achtsamkeit, Resonanz, Zulassen,
sich berühren lassen, wahrnehmen, Mut und Sein und nicht eben nur das Haben. Und Hartmut Rosa hat ja in seiner ausführlichen Theorie sehr schön dargestellt, Resonanzen, ein Zitat von ihm, aufzubauen, ist zeitintensiv. Ich muss mich auf eine Sache einlassen, damit sie eine verwandelnde Kraft erzeugt. Wir sehnen uns nach Resonanzbeziehungen, einem Verhältnis zur Welt im Sinne einer Antwortbeziehung, wo uns die Dinge berühren. Hier sind wir wieder in dieser Responsivität, in dieser Antwortbeziehung, die ich zwischen Lernen und Lernen auch immer wieder sehe. Aus lernseitiger Perspektive heißt das für jede Beziehung aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler, erstens, wie werde ich wahrgenommen? Wahr im wahrsten Sinne des Wortes und nicht so, wie mich der andere haben will. Das Zweite, erhalte ich hilfreiche Rückmeldung zu meiner weiteren Entwicklung, meine Stärken, Schwächen. Und das Dritte, was ich bei uns oft sehr vermisse, ist, wird mir das zugetraut? Ja? Und dieses, ich merke das, ich bin Sprecher der Jury des Deutschen Schulpreises, wo wir an und für sich diese tollen und besten Schulen unter Anführungszeichen besichtigen und trotzdem merke ich, den Schülern ist unglaublich viel zuzutrauen, das ist einmal das Erste und was alles möglich ist, damit sie über sich hinaus wachsen und diesen Mut zu haben, sich befreien und auch berühren zu lassen davon, finde ich eine der Herausforderungen. Waldenfels, den ich schon zitiert habe, spricht davon, dass Biografien von Kindern, von Menschen insgesamt natürlich, einen enormen symbolischen Überschuss beinhalten für die Gestaltung von Lernprozessen. Das heißt, jede Intervention, die wir setzen, ist sozusagen eine Einschränkung und je enger wir die führen didaktisch, umso weniger kann ich sozusagen diesen Überschuss, der hier drin ist, auch nutzen. Und ich hoffe, wir können bei der Veranstaltung den Überschuss von allen Menschen hier nutzen in diesem Design Thinking Prozess. Ja. Ebenso bieten Schulräume einen enormen symbolischen Überschuss für die Gestaltung von Bildungsprozessen, den wir natürlich als nichtmenschlichen Raum genauso mitdenken müssen. Und die Frage stellt sich, wie gehe ich das Ganze an? Und in anderen Worten, wie kommt das Neue ins System? Konfuzius sagt, die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken. Sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben. Und davon lassen wir uns auch sehr stark beeinflussen. Und deswegen sagt Klaus Otto Scharmer in seiner Theorie U, wir können sozusagen nicht nach diesen klassischen Mustern aus dem Gestern auf das Morgen projizieren, sondern müssen aus der entstehenden Zukunft lernen. Er hat dieses Downloading, wie das beim Computer, das Runterladen der Muster dessen, was unsere Routinen sind, die wichtig sind, die uns natürlich aber auch vor Veränderung hüten. Und er hat folgenden Dreischritt, nämlich erstens sagt er, wir müssen zunächst einmal innehalten oder von jemand oder etwas innegehalten werden. Das wäre sozusagen diese kreative Intervention, von der ich gesprochen habe. Und er sagt, ich muss dann einmal genau hinschauen. Ja? Was tue ich, wie mache ich das, etc. Stichwort Lernen. Das lässt sich schwer übersetzen. Er sagt, you first have to access your open mind. Also wir müssen zunächst einmal offen, bereit werden für etwas, damit wir das überhaupt zulassen. Und dazu müssen wir aber auch einmal genau hinschauen. Dann das Zweite, es ist nicht genug sozusagen nur sich sozusagen kognitiv diesem Thema zu nähern, sondern das Nächste ist auch, ich muss hinspüren, das nennt er dann Open Heart. Und das Dritte ist das, was das Herausforderndste ist, das Loslassen dessen, was ich sozusagen in der Routine immer wieder für mich liebgewonnen habe. Das ist dann die willentliche Entscheidung, das zu tun. Und er spricht nachher, und das ist ein Kunstwort im Englischen, von Presencing, Sensing the Presence, anwesend werden, voll anwesend sein. Und da kommen natürlich ganz existenzielle Fragen, wer bin ich, was ist meine Aufgabe
Und ich sage bei Lehrkräften dann immer, glaubt ihr an das, was ihr tut? Und worauf begründet sich dieser Glaube? Ja? Um nicht einfach nur routinemäßig das zu machen, was wir gewohnt sind. Ja? Ich gehe hier jetzt nicht auf die weitere Ebene des U ein. Das U ergibt sich eben aus dieser Bewegung, die wir hier in die entstehende Zukunft sehen, sondern möchte abschließend Ihnen einen Dirigenten, der vor kurzem gestorben ist, Niklas Hahnenkurt, vorstellen aus Österreich. Er hat gesagt, ich muss die Kreativität von jedem einzelnen Musiker haben, auch dort, wo er von meiner Meinung abweicht. Ich habe 80 oder 100 Musiker vor mir. Und jeder hat eine eigene Auffassung. Ich muss das kanalisieren und in eine Richtung bringen, aber aufzwingen im diktatorischen Sinn hat überhaupt keinen Sinn. Ja? Wie er das jetzt macht, das möchte ich mit Ihnen aus einem kurzen Filmabschnitt teilen. So, jetzt lassen wir ihn selber noch zu Wort kommen. Über Jahre hatte Hahnenkurt den Konzertus Musicus vom Cello ausgeleitet und dachte nicht daran zu dirigieren. Es war eigentlich eine praktische Entscheidung. Es war nicht eine Entscheidung, ab jetzt dirigiere ich, sondern die Kollegen haben dann auch gesagt, es geht schneller. Wir müssen nicht so lange proben, wenn ich das dirigiere, weil ich dann gleich zeigen kann, wie es gemacht werden muss. Die Karriere als Dirigent begann 1972 an der Mailänder Skala. Niemand in diesem führenden Opernhaus wusste, dass Hahnenkurt eine Grundregel brach. An der Skala debütiert man nicht. Da habe ich innerlich lachen müssen, denn wenn irgendjemand blutig debütiert hat, irgendwo, dann war ich das. Also ich habe an La Scala zum ersten Mal in meinem Leben dirigiert. Ich habe das dann eine Zeit lang nicht erzählt, aber jetzt finde ich es eigentlich ganz witzig. Das Brechen von Regeln und Erwartungen stand also schon am Beginn der Karriere und es wurde zum Leitmotiv. Alles Vorgegebene anzuzweifeln, ist ein Lebensmotto Hahnenkurts. So verzichtet er zum Beispiel auf den üblichen Dankstab. Stecke seinen unsympathisch ein, der und es funktioniere ja auch so. You have a glass beer before you and think about your youth.
Es gibt keine Perfektion. Es gibt nur Annäherung. Und irgendetwas ist immer, was noch besser gemacht werden könnte. So, etwas nur like ein Meter Krokodil opens his mouth. Aber jetzt müsst ihr wirklich eine große Leichtigkeit haben. Nicht mit das richtig. Richtig jubeln auf den Vokal. Ja. Wahrscheinlich kann man das, was Herr Weichert genannt hat, als radikal gar nicht anders nennen. Die Schönheit liegt an der Grenze des Scheiterns und man muss mutig sein, dort hinzukommen. Und wenn man das Wort Musik, die er so hier verkörpert hat, mit Bildung, mit Pädagogik austauscht, glaube ich, dann kommt man dorthin, was so mein Anliegen ist. Und Viktor Frankl hat in seiner Sinnfrage gesagt, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Spielraum. Wie wir diesen Spielraum nutzen, liegt in unserer Macht, in unserer Handlung liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Ja. Das heißt, es liegt an uns und diese entstehende Zukunft in diesem kleinen Moment. Und wir wissen ja in seinem Buch, wie er das Überleben im KZ zu seiner Sinnfrage gemacht hat. Ja. Und wenn wir hier im Bild des Dirigierens bleiben, sagt David Afcam, der indischstammende deutsche Dirigent, entstehen lassen. Herbert von Karajan sagt, Orchester haben keinen eigenen Klang, den macht der Dirigent. Und so müsste es auch in der Schule sein. Schulen haben keinen Klang. Macht ihn die Schulleitung, machen ihn die Lehrer. Aber das soll das Thema des heutigen Tages sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Umsetzung für diese entstehende Zukunft. Ja. Vielen, vielen Dank, Michael Schratz. Ich könnte mir keinen besseren Einstieg in den heutigen Fachtag vorstellen, als mit diesen Worten, die zum Nachdenken anregen. Mein Name ist Vincent Steinl, ich darf als Moderator durch den heutigen Tag führen und habe deswegen auch das Privileg und die Ehre, vielleicht noch ein, zwei Rückfragen zu stellen. Gerne. Zu Ihrem Vortrag. Aber zuerst mal würde ich Sie einladen, mit Ihrem Nachbarn, Ihrer Nachbarin in ein kurzes Gespräch zu gehen, kurzer Murmelrunde. Was nehmen Sie mit aus dem Vortrag? Haben Sie vielleicht eine Frage auch, die Ihnen jetzt ganz unter den Nägeln brennt, die Sie loswerden möchten, dass wir das auch ein bisschen interaktiv gestalten? Eine Minute. Ja, war sehr gut. Ja. Interessant, ich erkannte ja Teile aus der... genau, von damals. Dem, ja. Ja. Fand ich einen inspirierenden Impuls. Mir gefallen die drei Bilder von den Klassenzimmern sehr. Die zeigen ja, wie. Ich kann nicht reden.
So. Das sind schon angeregte Diskussionen. Und genau dafür ist der Fachtag ja auch da. Deswegen tut es mir im Herzen weh, Sie hier unterbrechen zu müssen. Aber wir müssen ja auch noch ein bisschen weiter ins Programm kommen, um dann später mit dem Design Thinking starten zu können. Hat jemand eine Frage an Herrn Schratz, die er jetzt oder die Sie jetzt unbedingt loswerden möchte? Ansonsten fange ich an und Sie können noch mal überlegen. Ah, hier vorne. Fangen Sie an, gerne. Könnten Sie vielleicht, ich habe sogar ein Mikro, das ist ja toll. Guten Morgen. Könnten Sie eventuell mal eine Frage stellen, die Sie selber nicht beantworten können? Also ich frage mich immer wieder, wie konnte ich vor 20 Jahren Sachen vermitteln, hinter denen ich heute nicht mehr stehe? Wie offensichtlich, und da sind wir natürlich sehr philosophisch, ja, und dann bin ich im Dialog drin. Ja. Aber ich könnte die Frage stellen, wer Sie sind, da muss ich automatisch Ihnen übergeben. Ja. Also die Grundidee ist, Lehrer wissen ja bereits immer die Antwort auf das, was sie fragen. Und das ist so die Grundüberlegung, von dem wegzukommen, weil nur so funktioniert das Modell, dass ich dann evaluieren kann und sagen, richtig oder falsch, dass sozusagen die Selektion unseres Schulsystems den Hintergrund darstellt. Aber ich weiß nicht, haben Sie noch was anderes im Hinterkopf gehabt? Ja, sehen Sie, das ist jetzt eine Frage, wo ich die Antwort nicht weiß und Sie braucht dazu. Ich sage übrigens meinen Studierenden immer, Kommunikation gelingt in den seltensten Fällen. Das wusste Luhmann auch schon. Und dann schauen sie mich immer groß an, aber nur so kann ich sensibilisieren, dass sie dann im Unterricht nicht glauben, dass bei den Schülern das ankommt, was sie selber glauben, dass ankommen sollte. Ja, also mein Gedanke im Hinterkopf war derjenige, der ist vielleicht ein bisschen despektierlich. Also vielen Dank für den Vortrag, ich habe da viel mitgenommen, das ist auch super. Ich bin da auch voll auf Ihrer Linie. Ich frage mich nur immer, inwieweit kann der Präsentator das, was er da präsentiert, auch selber verkörpern? Und also wie sozusagen, wenn ich jetzt so in die Schwebe komme, und diesen Zustand mir dann auch zutraue. Also ich erzähle ja trotzdem auch bei Vorträgen, bin ich ja quasi immer derjenige, der das Wissen hat. Wie kann ich das auflösen? Ich überlege gerade, wie ich eine Vorlesung gestalte, wo ich keine Vorlesung gestalte und ringe mit mir, aber also das ist schwierig. Wie kann ich diese Struktur auflösen? Ja. Also ich bin ja nicht jemand, der sagt Vorlesungen, und es gibt ja auch brillante Vorlesungen, wenn früher in den 70er Jahren, wo dann die großen Vorlesungen stattgefunden haben von Adorno und so, wenn der gesagt hätte, machen wir jetzt Gruppenarbeit oder was, sagen die, wir wollen ja hören, was sozusagen die Botschaft ist. Wo ich viel gelernt habe, wo ich gemerkt habe, ich habe meine Zuhörer verloren, abzustoppen. Das hatte ich mich am Anfang nicht getraut, habe mich dann durchgequält bis zum Ende. Für die anderen waren es frustrierend und für mich auch. Und wenn ich dann unterbreche, verändert sich die Aufmerksamkeit. Dann merke ich, dass die Energie in den Raum kommt. Ja. Also dieses Verkörpern, dieses Leibliche ist, glaube ich, etwas sehr Schwieriges. Ich habe immer versucht, was natürlich nicht einfach ist, so zu spüren, wo sie sind. Das ist ja das, was Sharma sagt, hinspüren. Ja. Und da kann ich mich natürlich nicht jetzt in einen Dialog einlassen, sondern eher die große Geschichte bringen und schauen, bringt die irgendwelche Anschlussmöglichkeiten. Aber ich verstehe Ihr Problem. Aber ich glaube, da müsste man jede Form von Plenarpräsentation ohnehin abschalten. Je brüchiger sie wird, glaube ich, umso mehr ist eine Chance, überhaupt Anhalt zu kriegen. Ja? Danke für Ihre Frage, die ist sehr... Ich habe früher übrigens ja immer mit Folien gearbeitet, weil ich vorher nie wusste, welche Folie brauche ich. Ich habe dann 80 Folien aufbereitet gehabt, um zu schauen, was brauche ich jetzt. Dann kam die PowerPoint-Dusche für mich, jetzt konnte ich nicht mehr verändern. Das war eine Erschütterung meiner damaligen Planung, möglichst Anschluss zu finden. Und jetzt gibt es nur mehr die Möglichkeit, halt abzustoppen oder ähnliches, Folien überspringen. Geht nicht mehr so gut. Ja. Technik bindet auch. Ja, Technik prägt.
Hier war noch eine Frage und ich schaue in die Runde. Vielleicht können wir gleich noch eine weitere Frage dann anschließen und dann gesammelt beantworten. Hallo Herr Schratz. Ich habe mir die Frage gestellt, was würden Sie an diesem Vortrag anders machen, wenn wir jetzt die technische Entwicklung der letzten 10, 20 Jahre so nicht hätten, also jetzt unabhängig von der Digitalisierung? Oh, ich tue mich was wäre wenn Fragen schwer, weil das Konjunktivische ja eben eine Möglichkeitsform ist. Ja. Was wäre? Es wäre wahrscheinlich ein anderer Mensch aus mir geworden, aber aus uns allen. Ja. Ich muss passen, ich würde jetzt irgendwas sagen, ohne dass ich einen Anhaltspunkt hätte. Vielleicht nehmen wir noch die nächste Frage. Sie haben schon das Mikrofon. Ja, danke schön. Hallo. Meine Frage wäre an Sie, ob Sie Philosophieunterricht als Hauptfach dann sinnvoll halten würden, weil dort ja Fragen besprochen werden, die noch keine Antworten haben. Ich glaube, die Philosophie hatte wirklich eine wichtige Leitfunktion. Ich bin noch aus der Generation, als alle Doktoranden das Philosophikum machen mussten. Das heißt, jeder Doktorand musste auch eine Philosophie-Doktorat machen. Das wurde dann zum Glück abgeschafft, weil man nur mehr wie auf eine Prüfung gelernt hat. Aber ich habe zum Beispiel sehr viel gelernt von Husserl, gerade mit der Lernfrage, nämlich der Sache auf den Grund zu gehen. Ja? Und er verwendet das Wort Epoche aus dem Griechischen. Er sagt, klammert einmal alles ein, was ihr schon wisst, um einmal offen zu sein für das Neue. Ja? Weil sonst sind wir immer im Diagnostizieren, im Zuschreiben etc. Ja? Also insofern finde ich das sehr gut, aber das müsste dann aber auch eine Philosophie sein, so wie das bei Philosophie mit Kindern ja sehr schön beginnt. Ja. Aber wenn das wieder in einem klassischen Lehrer fragt, Schüler antwortet, Lehrer evaluiert, dann würde ich eher sagen, wird es schwierig. Ja. Aber vielleicht macht schon Sinn, diese Frage sich immer wieder zu stellen, die Philosophen, das geht ja auch das meiste auf die Philosophen zurück. Sind Sie selber Philosophin? Ja. Okay, vielen Dank. Vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank für den Vortrag, Herr Professor Schratz. Meine wäre gewesen, ich stelle sie jetzt noch, aber auch weil ich einfach keine Antwort drauf habe, ich erwarte jetzt auch keine, die Wippe zwischen Lernseits und Lehrseits, wie die sozusagen durch die Digitalisierung unabhängig von der Schule, vor der Schule sozusagen schon in Frage gestellt wird und was das für Veränderungen sozusagen heute schon in den Klassenzimmern mit sich bringt und in Zukunft auf absehbare Zeit noch mit sich bringen wird. Da habe ich so eingehakt beim Vortrag und da muss ich auf jeden Fall weiter drüber nachdenken. Ja. Also ich glaube, dass der Flipped Classroom schon eine Chance bringt, um sozusagen das Wissen dorthin zu tun oder das Ownership über das Wissen, sagen wir lieber so. Ja. Aber das ist dann schon ein Stück Radikalität, wie ich es in einzelnen Ländern auch zum Teil gesehen habe. Wenn in der Oberstufe beispielsweise die Schüler nicht mehr einen gemeinsamen Lehrplan haben, sondern jeder Schüler ein eigenes Curriculum hat, ja, dann ging das ja gar nicht anders als über eine Digitalisierung. Ich war mal in Schweden, da hat gerade ein Schüler mit einem Professor auf der Uni über ein Lehrbuchproblem, das er gefunden hat, gesprochen. Ja. Oder meine Tochter ist Mathematikerin, die hat so von der Ästhetik einer mathematischen Lösung gesprochen. Ja. Die kann nur immer beim Menschen selber stattfinden, wenn Rezeptionsästhetik und Ähnliches im Spiel ist. Ja. Und da ist der Lehrer, vielleicht abschließend noch, diese Distanz, von der ich gesprochen habe, wir sind ja alle sozusagen Akteure dazwischen drin, die Störfaktoren sind in einem Lernprozess, muss man ja auch dazu sagen, weil wir alle unsere eigenen Perspektiven, Fragen hineinbringen. Darum muss man wenigstens kluge Fragen stellen. Vielen Dank, Professor Schratz. Ich danke Ihnen auch. Danke.